Deutsche Röntgenkongress findet in diesem Jahr zum 100. Mal statt. Zum ersten Mal mit einer Frau in der Riege der Kongresspräsidenten. Professor Dr. Gundula Staats, Kinderradiologin am Universitätsklinikum Mainz. Ja, das ist natürlich eine große Ehre, dass ich als erste Frau und Kinderradiologin dieses Amt ausüben darf. Das freut mich sehr, aber ich sehe das vor allen Dingen auch als Würdigung meines Fachgebietes. Die Kinderradiologie ist ein Fachgebiet, in dem allein durch die Altersspanne vom kleinsten Frühgeborenen bis zum jungen Erwachsenen ein spezielles Fachwissen erforderlich ist. Hinzu kommen die vielen verschiedenen Erkrankungen der Kinder- und Jugendmedizin, wie auch die Anwendung moderner Technik, die das Fachgebiet der Kinderradiologie sehr abwechslungsreich machen. Nun, die Kinderradiologie muss die modernen bildgebenden Techniken mitleben und mitentwickeln. Wir müssen moderne Bildgebungstechniken, die ja in der Regel meist für Erwachsene entwickelt werden, für Kinder adaptieren und anwenden. Die Kinderradiologen sind Allrounder, was das angeht. Weitere Abwechslungen und Herausforderungen für den Radiologen ergeben sich aus der wachsenden Mobilität unserer Gesellschaft. Manch einer kommt von seiner Urlaubsreise mit unerwünschten Mitreisenden in Form von parasitären oder anderen Tropenerkrankungen nach Hause zurück. Da war es mir wichtig, dass wir hier eine Sitzung haben, die dieser Reisefreudigkeit und dem zunehmenden Risiko, auch mal eine Tropenerkrankung mitzubringen, Rechnung trägt. Auf der anderen Seite haben wir es in den letzten Jahren auch zunehmend mit Tuberkulosefällen zu tun. Und da diese Erkrankung in den letzten Jahren ja schon fast in Vergessenheit geraten ist, möchten wir hier sozusagen ein Update liefern und fallbasiert die Kolleginnen und Kollegen nochmal mit der Tuberkulose und ihren spezifischen Charakteristika vertraut machen. Fortbildung und Weiterentwicklung sind in der Radiologie ein wichtiges Thema und werden beim 100. Deutschen Röntgenkongress großgeschrieben. Ja, der Kongress bietet eine unglaubliche Vielfalt an wissenschaftlichen Sitzungen, aber auch an Fortbildungsveranstaltungen, die jeder ja auch braucht, um auch mit dem technischen Fortschritt mithalten zu können. Was mir persönlich am Herzen liegt, ist der Nachwuchs. Wir haben ja schon seit Jahren das sehr erfolgreiche Programm Hellste Köpfe für die Radiologie. In diesem Jahr kommen nochmal Sonderveranstaltungen durch das Forum Junge Radiologie hinzu. Die haben eigene Veranstaltungen, die sehr spannend sind, Fallberichte, Diskussionsrunden. Das freut mich sehr, denn die Nachwuchsförderung ist wichtig. Das sichert ja auch im Endeffekt das Überleben unseres Fachgebietes. Höhepunkte des Kongresses sind die Röntgenvorlesung mit Sascha Lobo zur Digitalisierung in der Radiologie und die Eröffnungsveranstaltung, bei der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar über künstliche Intelligenz reden wird. Ein Thema, welches immer mehr Bedeutung gewinnt. Wir haben es ja im Gegensatz zu früher mit riesigen Datensätzen zu tun. Und wenn uns da ein Computer hilft, diese Bildinformationen zu registrieren und auch zu erfassen, auch kleine Bildinformationen, dann finde ich das sehr sinnvoll. Und da stelle ich mich darauf ein, dass sich das Befundungsverhalten, aber auch das ganze Berufsbild da auf diese künstliche Intelligenzsysteme einstellen werden muss. Ja. 100 Jahre Deutscher Röntgenkongress. Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte im November 1895 die nach ihm benannten Röntgenstrahlen und erhielt dafür 1901 den ersten Nobelpreis für Physik. Er wäre wohl erstaunt, wenn er sehen könnte, was alles aus seiner Erfindung geworden ist. Mit einer besonderen Highlight-Sitzung und der Reihe Radiologie der Zukunft ist die Ausrichtung des Kongresses klar. Der Blick geht weiter in die Zukunft. Dennoch, einen 100. Kongress gibt es nur einmal. Und zwar vom 29. Mai bis 1. Juni 2019 in Leipzig. Ein Kongress, den man besuchen sollte, um seinen Horizont zu erweitern, aber auch mit uns zu feiern. Und darauf freue ich mich schon sehr.